Wir haben ein neues Format von unseren Vlogs jetzt entwickelt und uns überlegt. Es geht darum, dass wir eine Frage stellen und ich werde versuchen, die Frage in 1 bis 2 Minuten zu beantworten, damit ihr so schnell wie möglich zu mehr Know-how kommt. Die kurze Antwort ist grundsätzlich, es kommt nicht so drauf an. Weil es gibt eine Hebelwirkung zwischen dem Immobilienpreis und dem Zins. Jetzt im Moment haben wir ja ein sehr, sehr tiefes Zinsumfeld. Man bekommt eine Libor-Hypothek über 0,8%. Langjährige, 10-jährige Fixhypotheken für 1,2, 1,3, 1,4%. Aber wir haben höhere Immobilienpreise. Also wir zahlen zwar sehr wenig für unsere Hypothek, zahlen aber viel, damit wir die Immobilien kaufen können. Jetzt, wenn die Zinsen anziehen, werden sich die Immobilienpreise stagnieren oder vielleicht sogar ein bisschen korrigieren. Nachher haben wir eine Situation mit einem sehr hohen Zinsumfeld. Das war Ende 80er Jahre, 91, 92, wo wir etwa 5-6% Zinsen müssen zahlen für eine Hypothek. Also unvorstellbar heutzutage. Aber dazumal sind die Immobilienpreise relativ tief gewesen. Und so hat sich dann das wieder ausgeglichen. Und somit muss man gar nicht den richtigen Zeitpunkt abwarten, bis dann der richtige Moment ist zum Zuschlag, sondern ich empfehle den Kunden immer, schaut euch die Wohnungen und Häuser an, wenn euch etwas gefällt und wenn es emotional stimmt, also vom Gefühl her, und wenn es rational stimmt, von den Zahlen her, wenn ihr euch leisten könnt und wenn ihr das Geld habt, dann kauft, weil nur das zählt. Was in 5 oder 10 oder 15 Jahren ist, das weiß sowieso niemand. Aber für jetzt im Moment muss es für euch stimmen und nur das zählt. Genau, ich hoffe, ihr habt mit dieser Antwort etwas anfangen. Wenn es euch doch nicht ganz klar ist oder auf das eine Folgefrage habt, dann stellt sie da unten. Ich tue sie wirklich sehr gerne beantworten. Oder auch, ihr könnt mir auch anrufen oder eine Mail schreiben. Ich bin für euch da und wir sehen uns beim nächsten Mal.